Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von Enshrouded. Heute natürlich mit den Update-News und zwar von Update 3.0 Back to the Shroud. Wir gucken uns jetzt an, was das neue Update alles so bringt. Vergesst nicht, in die Infobox zu schauen. Hier findet ihr alle wichtigen Infos auch zu meinem Gewinnspiel. Und vergesst natürlich nicht, einen Like zu geben, den Abo-Button zu klicken und die Glocke zu aktivieren. Und jetzt würde ich sagen, wir starten direkt los. Viel Spaß und let's go! Und bevor wir anfangen, ins Spiel zu starten, hier schon mal ein paar kleine Änderungen, die man bereits im Startbildschirm einstellen kann. Wir gehen jetzt mal auf neuen Charakter erstellen, denn es gibt ein paar neue Einstellungen. Zum Beispiel wähle ich mal den Charakter aus, den ich sowieso schon habe. Wir können jetzt zwischen ein paar mehr verschiedenen Hautfarben variieren. Dann können wir tatsächlich sogar auch die Augenfarbe ändern und die Augenbrauenfarbe. Und das sind schon die Neuerungen, die es im Erstelle einen Charakter so gibt. Die nächste Änderung betrifft tatsächlich die verschiedenen Einstellungen, die wir tätigen können. Wenn wir also auf Spielen klicken und hier auf das, was jetzt zum Beispiel bei mir YouTube heißt, auf Bearbeiten klicken und auch hier nochmal auf Bearbeiten klicken, dann haben wir jetzt verschiedene Schwierigkeitsgrade, die wir einstellen können, die auch schon dementsprechend voreingestellt sind. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, hier alles benutzerdefiniert einzustellen. Also zum Beispiel feindlicher Schaden auf 500, dann werdet ihr wahrscheinlich immer per One-Hit umgehauen. Deswegen möchte ich das natürlich nicht. Wenn ihr den Schwierigkeitsgrad entspannt nehmt, dann ist es zum Beispiel für diejenigen gut, die gerne einfach nur im Spiel sind, um Basen zu bauen, Farmen zu gehen. Denn das ist der entspannteste und einfachste Schwierigkeitsgrad. Die Anzahl der Feinde und die Schwierigkeit sind reduziert, während der Ressourcengewinn erhöht ist. Wenn du am liebsten riesige Basen baust, ist das der richtige Modus für dich. Und dementsprechend sind wir auch schon durch. Wie gesagt, das könnt ihr einstellen und zwar für jedes eurer Spiele. Gehen auf Fertig und dann können wir jetzt aber auch schon ins Spiel starten. Was zusätzlich noch dazugekommen ist, ist die Tatsache, dass man jetzt ein anderes Crafting-Menü hat, beziehungsweise was heißt anders? Es ist einfach besser dargestellt, wie ihr hier sehen könnt. Und so habt ihr einfach instant den Überblick, müsst nicht immer nach links und rechts gehen, um die Sachen zu finden. Könnt es hier dann einfach anwählen und eben ganz normal auf Herstellen klicken. Außerdem neu hinzugekommen sind zwei Quests. Die eine bekommen wir direkt hier bei der Badin. Ja, ich möchte zwar eigentlich nicht die Tür auf und zu machen, sondern mit ihr sprechen, aber egal. Und sie sagt, Stück der Vergangenheit, Flammenblut. Ich bin schon überall auf der Welt gewesen und habe auf meinen Reisen sowohl Schmuckstücke als auch Traditionen aufgesammelt. Diese Andenken erzählen Geschichten aus einer anderen Zeit. Das älteste ist dieses Fossil, das ich gefunden habe. Wenn wir noch mehr hätten, könnten wir eine ganze Sammlung anlegen und sie richtig ausstellen. Wir haben jetzt die Fossilienvitrine, zwei Medium-Ablagefächer beim Schreiner freigeschaltet und eine neue Quest Fossilien finden. Das ist nämlich auch neu dazugekommen. Wir gucken jetzt mal gleich zum Schreiner, wo wir diesen Tisch denn finden. Hier unten sehen wir ihn. Da gibt es einmal die Vitrine mit drei kleinen Ablagefächern, dann hier diese mit drei kleinen und zwei mittleren und so weiter und so fort. Wir können uns jetzt entweder die herstellen oder die. Ich würde jetzt einfach mal die machen mit den drei Ablagefächern. Und wo wir gerade schon dabei sind, was auch neu dazugekommen sind, ihr könnt jetzt eure Rüstung und Waffen ausstellen. Dafür könnt ihr hier Puppen machen in den diversesten Positionen. Nehmen wir jetzt einfach mal die ganz normale Standard und einen Bogenwaffenständer. So, wo stellen wir dir das gute Ding denn hin? Vielleicht tatsächlich einfach mal hier. Und wir können die Puppe jetzt öffnen und hier alle als Rüstung ausrüsten. So, jetzt hat er meine Rüstung, die ich anhabe, übernommen. Und wenn ich dann wieder draufklicke, dann habe ich die Rüstung wieder an. Ist ganz praktisch, wenn man vielleicht verschiedene Skillungen hat, dass man sagt, jetzt heute möchte ich lieber Nahkampf machen, dann nehme ich lieber die Rüstung. Und beim anderen Tag, ich möchte jetzt lieber Bogen schießen, dann nehme ich lieber die Rüstung. Und wenn wir dann einfach hier auf das leere Feld klicken, dann können wir natürlich auch auswählen, dass er jetzt die Adelskrone nehmen soll. Das übernimmt er dann tatsächlich auch aus dem Inventar
beziehungsweise aus den Kisten. Nehmen wir noch die Füße und schon haben wir hier unsere Königskleidung. Und dasselbe können wir natürlich auch machen mit den Waffen. Wir klicken einfach hier drauf, nehmen den Bogen aus dem Inventar und schon ist die Waffe ausgestellt. Finde ich persönlich ganz cool, dass man das so machen kann. So kann man A, ein bisschen mehr Deko-Objekte noch mit reinbringen und B, einfach hingehen und sich das Zeug schnell anziehen. Wenn ich nämlich jetzt hier hingehe und hier hinklicke, dann seht ihr, dass es jetzt das ausgewählt hat, was auf der Puppe ist. Und ich klicke wieder drauf und schon habe ich wieder meine normale Rüstung an. So, das Regal für die Fossilien passt zwar jetzt gerade nicht ganz hier rein, wir stellen es uns jetzt aber einfach mal hier hin. Und jetzt müssen wir natürlich Fossilien finden. Ja, und wo finden wir die denn am besten? Wir haben ja die Quest und die sagt uns, dass es 5 Fossilien in den Hochweiden gibt. In der Quest steht übrigens, dass die Bardin uns rät, in Minen, Eisenminen und so weiter nachzuschauen. Und hier unten in den Hochweiden haben wir eine kleine Feuersteinmine. Und ich hätte mal gesagt, dass wir da jetzt hinpacen und schauen, ob wir tatsächlich hier Fossilien finden. Und auch nachdem die Mine fast leer ist, habe ich jetzt hier nichts bekommen. Die Quest sagt uns, wir sollen Ausgrabungsstätten, Minen und so weiter durchsuchen. Ich weiß jetzt nicht, was mit Durchsuchen gemeint ist. Leute, und ich weiß, glaube ich, jetzt, wie sie ausschauen. Und zwar bin ich gerade in den Eckstädter Salzminen und habe dieses Ding hier gesehen. Wenn ich es jetzt sammle, dann haben wir einen Ammonitabdruck gefunden. Das heißt, ihr müsst eigentlich nicht graben oder so und auch nicht in Kisten suchen, sondern einfach eben, ja, an die Decke schauen, was da so alles abhängt. Ja, cool. Wir haben also auf jeden Fall jetzt ein Fossil schon gefunden und werden damit jetzt auch wieder nach Hause düsen. So, und unser Fossil ist ein mittleres Fossil. Das heißt, das Kleine, was ich vorher gebaut habe, das bringt mir mal überhaupt nichts. Ja, schade, Leute. Ich kann tatsächlich keine Vitrine mehr bauen, weil mir der Ektoplasma-Block fehlt. Ihr habt ja jetzt aber gesehen, wie das Ganze ausschaut und das Fossil wird dann logischerweise einfach da reingestellt und dient halt eben als Dekozweck. Ja, was gibt's denn noch Neues? Ich glaube, dass der gute Herr hier im Badezimmer auch was für uns hat und zwar magische Artefakte sammeln. Flammenhüter, du weißt, dass ich viele Dinge sammle. Warum schließt du dich nicht diesem Vergnügen an? Halt die Augen offen. Die Hallen der Erloschenen verstecken goldene Urnen, verbotene Bücher und zauberhafte Kristalle. Oh, die Hochweiden habe ich schon geplündert, aber die anderen Regionen verbergen noch kleine Schätze. Wir haben Hallen der Erloschenen, Vitrine, ein großes Ablagefach bei Schreiner. Und wir müssen Artefakte finden. Dabei handelt es sich um 3 magische Artefakte, die in den Hallen der Erloschenen im Düsterdickicht sind. So, da werde ich jetzt nicht hindüsen, denn diese 3 restlichen Dungeons muss ich sowieso noch machen. Und das mache ich jetzt nicht hier. Übrigens gibt es in einem Dungeon wohl auch neue Kleidungsstücke. Es sind die Kindle Waste Hollow Halls. Ich weiß tatsächlich nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt. Aber wahrscheinlich, keine Ahnung, eine der 3 Dungeons, beziehungsweise der 4. Ja, Leute, und an der Stelle, sorry, leider hat sich mein Video aufgehangen an dieser Stelle, weswegen ich euch jetzt nur einen Screenshot einblenden kann. Es gibt noch einen neuen Baublock, und zwar den gemischten Sandsteinblock. Den findet ihr im Plündererlager. Ich habe es euch jetzt hier mal markiert, wo es auf der Karte ist. Dort müsst ihr auf den höchsten Turm ganz nach oben, und in der Kiste befindet sich dann der Block. Und damit beenden wir den Part an der Stelle auch wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen, vergesst nicht den Abo-Button zu klicken und wir sehen uns im nächsten Part. Bye!